Leute, ich bin heute in meiner neuen Schule. Die wird hier neu aufgebaut, nachdem die abgebrannt ist. Und heute ist der allererste Tag. Ach, hey, Justus! Justus ist ja schon da! Hey! Das wurde jetzt aber auch mal Zeit. Ich bin hier schon seit einer Viertelstunde. Und zwar wurde extra in dem Brief an uns alle gesagt, dass das neue Schuljahr auch schon eigentlich ein bisschen früher losgehen könnte. Und dass du da jetzt erst kommst, naja, also das geht schon mal gar nicht gut los. Typisch Justus. Naja, ich bin noch da. Ach Mann, Schule. Ich habe keine Lust schon wieder. Ach, na sieh mal einer an. Ist da nicht mein bester Freund Justikus? Aua! Wer war das denn jetzt? Oh, natürlich. Also, dass du natürlich auch wieder hier bist, das war natürlich mal klar. Ach, Justikus, mein bester Freund. Ach, und du hast auch mein Heft dabei. Super. Wie geht's dir, sag mal? Ja, natürlich habe ich das dabei. Mir geht's gut. Ich freue mich eigentlich und ich finde diese neue Schule richtig schön. Ja, die Schule ist das richtig. Das haben die echt schön aufgebaut. Ja, ist okay. Und hier kann ich bestimmt noch viel besser lernen als früher. Aber sag mal, du siehst irgendwie anders aus. Was hast du denn jetzt? Ja, Mama hat mir ein neues Hemd rausgelegt. Finde ich schön. Paul, du bist ja auch schon da. Hey, Paul. Oh, hey, Lisa. Und ich sehe, du hast ein neues Oberteil. Kann das sein? Ja, das hat mir Ashley zum Abschied geschenkt. Voll süß von ihr. Da sind Kaugummis drauf. Ach ja, Ashley. Ashley ist ja umgezogen. Ja, stimmt. Die ist jetzt weg. Aber die hat mich auch immer mit Papierkügelchen beworben. Ja, stimmt. Beworben. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich fand das immer so lustig. Aber jetzt ist das coole Vierer-Team nicht mehr. Jetzt ist das coole Vierer-Team aufgelöst worden. Naja, ja, okay. Jetzt ist das gerade noch ein cooles Dreier-Team. Aber das wird sich nicht mehr so lange bleiben, weil. Es kommt nämlich eine neue Person. Hä? Ach, nur neuen Schüler oder neue Mitschülerin? Weißt du das vielleicht schon? Ja, also, dass ihr das mal wieder nicht wisst, das ist mir natürlich klar. Da habt ihr wohl wieder nicht aufmerksam den Brief der Schulpflegschaft gelesen, der vor anderthalb Wochen an uns geschickt wurde. Da wurde nämlich gesagt, dass eine neue Schülerin kommt. Mann, Justus, das tut nicht so. Das weißt du nur, weil deine Mutter in der Schulpflegschaft ist. Ja, und trotzdem habe ich den Brief aufmerksam gelesen, weil ich finde doppelt halt besser. Ja, man kann das auch noch mal lesen und nicht nur hören. Oh, ich höre was. Ist das hier die 10B? Wir sind die 10B. Ja, dann bin ich wohl hier richtig. Na super. Justus, sie gibt mir leichte Ashley-Vibes. Sie trägt auch alles dunkel und so. Und siehst du nicht, sie ist auch schlecht gelaunt. Ja, okay, die trägt auch schwarz. Aber deswegen ist sie doch nicht gleich Ashley. Das ist doch immer noch ein anderer Mensch. Ja, weißt du vielleicht, wie sie heißt? Das ist die Luna. Das stand übrigens auch im Brief. Ja gut, ich habe mir den Brief nicht durchgelesen. Die Luna, okay. Ist der Platz hier noch frei? Ja, da kannst du sitzen. Okay, ja, stehen wollte ich da aber jedenfalls nicht. Oh, wie heißt du? Pink, ich bin Luna. Pink ist anscheinend dein Lieblingsfarbe, wa? Das irgendwie so ein bisschen hat was von Flamingo, ne? Ich liebe Flamingos und ich glaube, wir werden allerbeste Freundinnen. Weil du bist, dein Style ist ein bisschen wie von meiner Freundin Ash. Ah ja, okay. Hallo, Justus mein Name, sehr, sehr, sehr erfreut, hallo. Hi, ich bin Luna, hast du dich hier irgendwie verlaufen oder so? Also ich glaube, zur Hochzeit geht's echt woanders lang, ne? Nein, Hochzeit, meine Eltern, die haben schon vor 20 Jahren geheiratet, welche Hochzeit? Nein, ich bin hier in der Schule und hier bin ich auch genau richtig. Wahrscheinlich Klassensprecher, nehme ich an. Justus? Ja? Komm mal her. Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Ganz ehrlich? Sie ist 1:1 wie Ashley. Naja, also, sie hat keine weiß-dunklen Haare. Ja gut, aber ganz ehrlich, ihr Benehmen ist wie das von Ashley. Ja, die ist auch so gemein, da hast du schon recht. Das siehst könnten du? Schwestern sein. Ich meine, sie sieht aus wie ein Flamingo und zu dir sagt sie, du siehst aus, als würde es auf eine Hochzeit gehen. Ja, das fand ich auch nicht gut, weil ich bin hier in der Schule. Ich meine, das stimmt ja auch irgendwie, aber trotzdem, ich habe eine Idee, ich mache einen kleinen Test, okay? Ja, was denn für ein Test? Pass auf, Luna, also... Mein Name ist Paul und ich bin der beliebteste hier auf der Schule. Ich hätte mal so eine kleine Frage an dich. Pass auf, Justus, jetzt bin ich gespannt. Ja, was denn? Luna, was ist denn mein Lieblingsfach? Was soll ich das wissen? Ja, wahrscheinlich Sport, so wie du aussiehst. Siehst du? Sport! Ja, was soll ich denn sehen? Was meinst du denn? Was denn jetzt für ein Test? Woher weißt du, dass mein Lieblingsfach Sport ist? Nur Ashley und ihr wusstet das. Ja, du hast das doch gerade selber erzählt. Nein, habe ich nicht. Ach Mann, Justus glaubt mir nicht, dass sie von Ashley eingeschleust wurde. Und nur um uns zu pranken wahrscheinlich. Ich habe eine Idee. Du Luna, eine Frage. Die Person neben dir, das ist die Lisa. Was ist denn die Lieblingsfarbe von der Lisa? Ja komm, sag es. Was sind das für, was sollen die ganzen Fragen? Sind wir hier bei Wer wird Millionär oder was? Ja keine Ahnung, wahrscheinlich Pink. Also sieht man doch, oder nicht? Du kennst mich voll gut, du bist wie meine allerbeste Freundin.
denn? Naja. Wollen wir heute noch was zusammen unternehmen, heute Nachmittag? Ich glaube, dafür muss man dich nicht kennen. Ich meine, das ist doch offensichtlich. Hä? Wieso? Hier sind doch ganz viele Farben. Hast du gesehen, Justus? Was habe ich gesehen? Ich habe es dir gesagt. Sie ist eine Spionin, die von Ashley geschickt wurde, um uns einen Prank zu spielen. Was ist das denn für ein Quatsch, den du da jetzt hier gerade erzählst? Nein. Also, erst einmal, dass die wusste, dass dein Lieblingsfach Sport ist, sieht man ja wohl, wenn man dich anguckt. Das ist jetzt nicht so überraschend. Und außerdem, dass die Lieblingsfarbe von Lisa Pink ist, ist jetzt auch nicht so überraschend. Guck dir doch mal Lisa an. Das ist dann wohl schon ziemlich klar. Na gut, ja, aber da blätterst du recht. Ja, Leute, also erstens kann ich euch hören und zweitens, ja, Justus hat recht. Das ist echt nicht schwer gewesen. Woher weißt du, dass ich Justus heiße? Genau! Du bist... Ich meine, woher weißt du das? Du bist eine Spionin von Ashley geschickt worden! Du... Also, Ashley? Wer ist Ashley? Wer ist Ashley? Woher weißt du, dass ich Justus heiße? Hä, was labert ihr da? Was... Nein, also erstmal, wer ist Ashley? Ich kenne keine Ashley. Zweitens, ich kann euch, wie gesagt, hören. Ich habe auch Ohren. Ash? Vielleicht? Also sie heißt... Nein, ich kenne... Also wir nennen sie Ash. Nein, ich kenne nur Ash von Pokémon oder so, aber ist ja auch total egal. Und außerdem hat Justus... Du hast dich doch gerade vorgestellt als Justus. Und außerdem steht das auch auf deiner Tasche oder auf deinem Rucksack oder auf deinem Turnister ganz groß drauf. Mein Turnister, der sieht cool aus, oder? Ja. Den hat meine Mama selbst gestickt übrigens. Aber, ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen, dass ich dir den Namen schon gesagt habe. Na gut, okay. Oh, endlich! Es geht los! Jetzt geht das Jahr auch los. Das kann ein lustiges Jahr werden. Oh, jetzt kann ich nicht mehr auf TikTok rumchillen. Oh, jetzt geht der Spaß hier erstmal richtig los. Das hat ja echt gut angefangen mit diesen ganzen Freaks hier. Na, Halleluja. Justikus, da bin ich einmal früh aufgestanden, weil ich doch heute Morgen joggen war und jetzt bin ich zu pünktlich hier. Ja, da hast du wohl die Prioritäten falsch gesetzt, weil ich sag erst Schule und dann alles andere. Ja, ist ja auch egal. Ganz ehrlich, Luna und Lisa sind ja noch nicht da. Ja, das wundert mich auch wieder gar nicht, dass die heute zu spät kommen. Ich hab eine Idee. Okay, was denn für eine Idee? Meinst du, hast du jetzt hier Schabernack im Kopf? Nee, hab ich nicht. Alles gut, Justus. Lies mal du da deine Hausaufgaben. Okay, wenn du da jetzt irgendwas Verbotenes machst, ich sag schon mal, ich hatte damit nichts zu tun. Okay, so. Wenn der Lehrer das mitbekommt, das... Ich hab eine Idee. Ich schreibe der Luna mal einen Brief und ich bin mal gespannt, ob sie herausfinden kann, von wem der Brief ist. So. Okay. Jetzt packen wir den Brief dahin. Justikus, du musst nichts davon wissen, also alles gut. Von was soll ich nichts wissen? Ich war jetzt hier vertieft im Text. Da war ein Text über die Grammatik von Deutsch und Englisch. Aber alles was gut. ist denn los? Justikus, mach dir keine Sorgen. Lies weiter in dein Buch. Ich gehe mal kurz rüber zum Platz. Okay. Hier habe ich einen Brief. Was ist das denn für ein Brief? Justikus, komm, kümmere dich nicht darum und du hast nichts gesehen. Okay, ja, ich habe nichts gesehen, okay. Aber das Ganze muss ich ja noch ein bisschen spannender gestalten. Ich habe eine Idee. Der Prank hat letztes Jahr schon funktioniert und dieses Jahr wird er auch wieder funktionieren. Nasser Schwamm auf Stuhl. So, hier haben wir wieder den nassen Schwamm. Der wird jetzt wieder hingepackt und schön in den Stuhl anschieben. Der Brief liegt auch hier. Und jetzt warten wir einfach nur noch, bis Lisa und Luna kommen. Hier ist es. Ja? Wenn die beiden gleich kommen, du hast von nichts eine Ahnung. Ja, von was soll ich denn nichts eine Ahnung haben? Genau, perfekt, Justus. Du spielst ja schon hervorragend. So. Das war eigentlich jetzt. So, geh erstmal ein bisschen auf der Fußball-App schauen. Aber der Lehrer, der kommt auch gleich rein. Wenn er das sieht, dann ist das Handy aber flotti-karotti weg. Luna, ich bin voll froh, dass wir heute zusammen zur Schule gegangen sind. So ein Zufall, dass ich genau da vorbeigekommen bin, wo du auch warst. Ja, wir haben uns richtig zufällig cool, wir sind jetzt Freundinnen. Wir haben uns zufällig getroffen, aber egal. Was ist das für ein Brief? Mhm. Warte, stopp mal, bevor du durch... Warum liegt hier ein Schwamm? Wer war das? Oh mein Gott! Und ging das jetzt hier alles gerade auf deinen Mist? Nein, das war... das war Justus' Idee. Nein! Das war Paul! Ich kann's bezeugen, das war Paul! Warum hast du es gesagt, dass ich das war? Ich will nicht von der Schule fliegen! Ja gut, okay, das mit dem Schwamm, das war ich. Aber ja. Lisa, es war doch ein Prank, wie im letzten Jahr. Und ich wusste, dass du es bemerkst. Er hat gesagt, dass ich noch von nichts wissen soll. Das hat er gesagt. Paul, zweimal falle ich auf sowas nicht rein. Du willst mir nicht wieder eine neue Hose kaufen.
Was hat das mit dem Brief auf sich? Ja, okay, das mit dem Schwamm, das war ich, aber... Ja, das und das, Brief, das andere war der... Nein, das mit dem Brief war ich nicht. Also, das war ich wirklich nicht. Nee, das mit dem Brief war ich wirklich nicht. Also, naja, ich soll von nichts wissen, auf jeden Fall. Genau. Und das mit dem Schwamm gebe ich gerne zu, das war ich, aber... Der Brief oder der Zettel, nee, der kommt nicht von mir. Der war hier schon vorher. Was war das jetzt hier, bitte? Irgendeine Kritzel oder was? Okay. Oh, wie süß! Wow, liebe... Lies vor! Liebe Luna, ich mag dich. Ja, vielen Dank auch. Ganz toll. Was soll ich jetzt damit? Du hast schon einen Verehrer, Luna, obwohl du gerade erst neu bist. Das ist richtig cool. Ich meine, ihr kennt mich doch überhaupt nicht. Außerdem kann ich mir damit auch nichts kaufen. Ich muss euch eins gestehen. Der Liebesbrief ist von Justus. Mhm. Was? Nein. Das stimmt überhaupt nicht. Doch, ich, der von dir. Nein, ich hab dir nicht geschrieben. Und das kann man sicherlich auch irgendwie beweisen. Also, erstens... ist das nicht meine Handschrift? Meine Handschrift ist viel schöner. Das ist Pauls Handschrift, das sieht man ganz klar. Das kann man auch vergleichen. Nein. Außerdem, ich sehe von hier, dass da 30 Rechtschreibfehler pro Zeile sind. Und das würde mir wohl kaum unterlaufen. Und das kann nur eine Person hier unterlaufen. Und das ist wohl der Paul. Ach, Justikus, jetzt stelle ich dich an. Du hast dich halt nur mal in die Luna verguckt. Ach, das ist doch kompletter Quatsch. Oh, wie schön! Justus, hast du dich in Luna verknallt? So schnell? Leute, beruhigt euch mal. Ein Klassenpärchen! Oh, meine Güte, wir sind noch nicht im Kindergarten. Nur wegen so einem blöden Zettel. Und ich meine, außerdem, Paul, der denkt auch irgendwie, der wäre der Oberpranker, oder? Also, ich finde den überhaupt nicht witzig. Aber magst du Justus nicht auch? Ich meine, Justus und du? Vergiss es. Justikus, ich mach kurz die Augen, weil man... Warum gehst du jetzt schlafen? In der Schule, da wird nicht geschlafen. Was soll das denn jetzt? Hallo? Hallo? Jetzt ist er wirklich eingeschlafen, allen Ernstes. Unfassbar. Jetzt pennt er auch noch. Ja, kein Wunder. Ist ja auch anstrengend, wenn man die ganze Zeit so super witzig ist, ne? Aber also irgendwie geht mir dieser Paul echt auf den Nerven. Ich weiß ja nicht, wie wär's denn? Leute, sollen wir uns nicht mal an dem rächen? An rächen? Das klingt aber ziemlich hart. Also ziemlich süß. Ich weiß nicht, ist das erlaubt? Ich meine, erstmal hatte der dann Schwamm hingepackt und er wollte wirklich... Das hat er letztes Jahr schon mal gemacht. ...deine teure Hose dreckig machen. Ja. Und bei dir, da geht dir doch auch auf den Nerven, oder nicht? Ich meine, oder? Ja, aber... Kannst du doch mal rächen. Ich meine, trau dich doch mal. Erinnere dich doch mal, wie häufig Paul dich geärgert hat letztes Jahr. Ja, okay, aber wenn der Lehrer das mitbekommt... Ja, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Okay, dann machen wir es so. Wir können gerne einen Prank machen, aber wenn wir erwischt werden, dann seid ihr das gewesen. Dann ist das nicht meine Schuld. Ja, wie auch immer, ist mir eigentlich egal, ob das rauskommt, dass ich das war oder nicht, ist doch egal. Ich wäre nicht Luna, wenn ich mir nicht schon zu Hause irgendwas überlegt hätte, denn ich hatte nämlich einen Luftballon dabei. Ist jetzt natürlich nicht der krasseste Prank von allen, aber vertraut mir. Kannst du Luftballons aufpusten? Warum denn nicht? Cool, puste mal auf und dann... Perfekt. Wir machen nämlich zwei Pranks. Also, du pustest den Luftballon auf. Ja, ich glaube, das langt schon. Danke, danke. Ich werde den gleich über Pauls Kopf zerplatzen. Dann wird er sich sowas von erschrecken. Aber, und dann wird er ja aufspringen, ne? Pass auf, es wird noch besser. Du? Ja? Pass auf, du? Ja? Du wirst ihm die Schnürsenkel zubinden unterm Tisch. Ui, die Schnürsenkel zubinden. Okay, mach ich. Ja, und wenn er dann aufsteht, dann wird er bestimmt hinfallen. So. Okay, dann noch einmal so. Und dann noch so. Und dann so. Okay, die Schleife ist gebunden. Was ist denn hier los? Voll lustig. Gut gemacht, Justus. Ja. Was ist das denn? Habt ihr mich etwa geprankt? Moment mal, meine Schuhe muss ich erstmal aufbinden. Habt ihr mich geprankt, Leute? Was fällt euch ein? Und wie kommt ihr auf so eine coole Idee, mich zu pranken? Ich muss schon sagen, der Streich war ziemlich gut, aber... So, jetzt aber auch erstmal Schluss. Ich setz mich jetzt erstmal wieder hin und wir reden darüber. Boah, ganz ehrlich, also... Paul, du hast es sowas von verdient, weil du uns letztes Jahr auch ständig geprankt hast. Ja. Weißt du noch, als du noch bei mir auf dem Stuhl letztens den Schwamm gelegt hast? Das ist so mega fies von dir. Also ich muss ja auch sagen, meine Mutter hat immer gesagt, wer nicht hören will, muss fühlen. Und da hast du jetzt mal den Prank gefühlt. Ja gut, aber ganz ehrlich, Lisa und Justus, wie kommt ihr spontan auf so eine gute Idee? Ja, wir sind halt richtig schlau mit Pranks, ja, ne Justus? Ja, ich muss sagen, ja, wir sind auch schlau, aber wenn du damit zum Lehrer gehen willst, das war Lunas Idee. Also meine Idee. Weil ich wusste, du und Lisa... Aber das war voll die gute Idee von Luna. Ja, Luna ist meine beste Freundin. Genau, also ich fand, das war auch eine gute Idee.
Außer du willst damit zum Lehrer gehen, dann... Nein, ich gehe... Justus, ich gehe natürlich nicht zum Lehrer, aber ich wusste, dass du und Lisa nicht so kreativ seid, um mich so wir zu sind prägen. Kreativ, wir sind... Richtig kreativ. Naja, unterschätzen wir die beiden nicht, ne? Ja, aber ganz ehrlich, wie seid ihr vorgegangen? Also meine Schuhe waren ja auch zugebunden. Also war das von euch? Ich hab deine Schuhe zugebunden. Ja gut, der Justus, der hat's nämlich faustdick hinter den Ohren. Ja, ich wurde dazu gezwungen. Ich wollte das gar nicht machen. Also, ich hab ihn ja nicht gezwungen. Und ich habe den Luftballon aufgepustet. Und wo habt ihr den Ballon her? Den habe ich mitgebracht. Warum hast du einen Ballon in der Schule mit? Ja, darum, weil ich mir gestern schon was überlegt habe. Ganz einfach. Ach so ist das, Luna. Gut. Tja. Ich bin ein fairer Verlierer, Luna, und ich muss sagen, Prank-Boss. Der Prank war gut. Mann. Danke. Boah, ganz ehrlich, ich gebe es ungern zu, aber das war ziemlich raffiniert von den dreien. Luna, weißt du was? Das gibt Rache. Ja gut, okay, kannst ja versuchen, also... Ja, nee, ich werde es nicht versuchen, sondern morgen wirst du geprankt. Okay, ich bin bereit, ich hab Bock, let's go. Du wirst sehen, was du davon hast. Leute, hast du das gehört, Justus? Hast du auch so Angst wie ich? Bitte lasst mich da raus. Ich will mit diesen ganzen Pranks nichts zu tun haben. Justus. Einmal war schon war okay, aber mehr auch nicht. Justus, du sitzt zwischen uns. Ich kann mir nichts garantieren. Das klingt nach Spaß. Ich glaube, wir haben in den nächsten Wochen ganz schön viel Action. Och nö, es gibt die Klausuren! Och nö! Da habe ich gar keine Lust drauf. Na Justus, also ich sehe auch gerade, 2 Einsen gibt es wieder mal. Und lass mich raten, du hast wieder die 1, oder? Ja, ich habe eine 1, aber leider keine richtige 1. Was heißt das denn? Naja, ich habe eine 1-. Ich weiß auch nicht, wie das passieren muss. Da hat der Lehrer wohl eine Note vertauscht. Ja. Und weißt du, wer die andere 1 hat? Nein, das weiß ich nicht. Das würde ich gerne mal wissen. Ja. Weil ich hab den ganz starken Verdacht, dass die Person also meine Klausur eigentlich, meine Note bekommen hat. Weil ich hab die 1 eigentlich. Ach Justus, komm, du bist der schlauste Schüler auf der ganzen Schule. Du hast schon die beste Note. Die andere Person wird nicht mehr Punkte als du haben. Sei dir sicher. Okay. Was? Ich hab eine 6? Ich hab eine 3. Also, ich finde eine 3. Damit bin ich zufrieden. Besser wird's wohl auch bei mir nicht, aber naja, was hast du denn, Luna? Ist doch egal, ist ja nur eine Klausur. Also komm schon, zeig mal! Ich guck später. Wir sind doch jetzt beste Freundinnen und beste Freundinnen erzählen sich alles. Ich hab eine 3. Ach ja, ich guck später, weil ich zu Hause bin. Ist doch nicht wichtig. Ich meine, wir müssen da jetzt kein großes Ding ausmachen oder so, ne? Ach, Luna! Komm, sag schon! Hey, chill mal! Oh mein Gott! Luna hat eine 1 ja, plus! Ja, okay. Ist okay. Was? Eine 1 Luna? Plus? Bist du besser als Justus? Keine Ahnung, also ist doch egal, ich meine... Na, 1 plus. Ist doch hier kein Wettbewerb oder so. Das ist ja besser als ich. Das ist noch nie passiert. Hat jemand von uns geschafft, eine bessere Note als Justus zu haben. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder du hast geschummelt oder du hast den Lehrer bestochen. Ich habe nicht geschummelt, ich habe auch nicht den Lehrer bestochen. Ich meine, ist doch nur eine blöde Klausur. Wir müssen doch nicht meine allerbeste Freundin hat die beste Note der Klasse. Oh Mann, es gibt jemanden, der schlauer ist als Justus. Justus! Das ist nicht lustig. Also, dass ich das nochmal erlebe, Justus, dass jemand eine bessere Note hat als du. Jetzt hör auf damit! Lass es sein! Wie erkläre ich das meinen Eltern bloß? Ja, ganz einfach. Du sagst, du bist der zweitbeste Schüler jetzt. Zweitbeste heißt, dass ich bin der Schlechtere. Ganz genau. Justus, ich habe eine Idee, weißt du was? Guck mal, ich habe eine Idee, wie du dich beruhigst. Immer wenn ich nervös werde, nehme ich den Ball und ich werfe mir den Ball zu. Weißt du was, Justus? Ich gehe nach drüben und du wirst mir den Ball zukommen. Das bringt dich ein bisschen zu Ruhe. Ja, meinetwegen, aber das gibt mir jetzt auch keine 1. Okay, okay. Oh, okay. Hast du den gefangen? Justus, nein. Was ist das denn für ein Wurf? Komm, ich zeig dir mal, wie das geht. Das war jetzt auch nicht die beste Wurftechnik. Was hast du gesagt? Hast du gesagt, Paul kann nicht gut werfen? Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es gibt auch bessere Wurftechniken. Ich habe schon bessere Würfe in meinem Leben gesehen. Was soll das denn jetzt heißen? Komm, nur weil du die Schlauste in der Klasse jetzt auf einmal geworden bist, heißt das nicht, dass du jetzt auch noch dich in Baseball auskennst oder mit Wurftechniken auskennst. Ach,
komm, Justus, wirf mir den Ball wieder zu. Also ich will ja nichts sagen, aber das ist zwar kein Baseball, sondern ein Tennisball, aber ist auch egal. Und außerdem ist mein Dad Baseball-Trainer, also ich kenne mich da schon ein bisschen aus. Ich will jetzt ja auch nicht den Klugscheißer spielen, aber du musst einfach nur deinen Arm einen Tucken weiter nach hinten machen und dann, ja, dann läuft das schon. Ach, was soll das denn heißen? Justus, wirf mal den Ball zu. So, okay. Soll ich jetzt den Arm ein bisschen nach hinten machen und dann werfen? Ey, das war ja wirklich gut. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, Luna. Aber das kannst du nur, weil dein Papa Baseball-Trainer ist. Aber ich hätte das auch selber irgendwann herausgefunden. Mann, das kann ich auch noch besser den Ball werfen als ich. Was soll das? Paul, das finde ich aber jetzt schon lustig, dass jemand besser ist als Sport, denn du als besser in Sport als die große Sportkanone. Und ich sag dir mal eins, würdest du ab und zu auch mal in Mathematik aufpassen und nicht da immer rumtrödeln, dann hätte ich dir das sowieso schon sagen können und dann hättest du das sowieso auch verstanden, weil das ist ja auch irgendwie ganz klar. Wenn man den Arm so anlehnt und dann nach hinten lehnt, dann kriegst du da viel mehr Druck drauf, als wenn du wie du immer so wirfst. Und das war die ganze Zeit klar, aber du hast das natürlich nicht verstanden. Ja, Justus, warum wirfst du dann immer noch schlecht? Ich will gar nicht gut werfen können, ich will nur Mathematikunterricht machen. Gut. Alles gut, Justus, du kannst mir einen Stift in der Hand halten. Oh mein Gott, dass ich das mal miterleben darf. Meine besten Freunde wurden von den Neuen geschlagen. Justus ist nicht mehr der Beste in Mathe und Paul ist nicht mehr der beste Sportler in der Schule. Das ist so witzig. Was soll das denn jetzt? Was soll das denn jetzt heißen? Wir wurden jetzt nicht geschlagen. Das war ein blöder Zufall alles. Justus, es war ja nur eine Klausur und es war nur eine Sportart. Das heißt, es war auch nur eine Wurftechnik. Also, ja, ganz genau. Ja, es war nur einmal, hoffe ich oder glaube ich. Ganz ehrlich, Lisa, bestimmt kann Luna auch einige Dinge besser als du. Zum Beispiel, sie kann sich besser anziehen als du. Ja, genau, die kann sich besser anziehen als du. Bestimmt kennt sie sich auch noch mit Schminke auch noch besser aus als du. Ja, genau, die kennt sich auch mit Schminke besser aus als du. Und mit Mode auch noch. Ja, mit Mode auch noch. Wahrscheinlich. Nein, also meine neue beste Freundin kennt sich auf jeden Fall nicht besser als ich aus mit Mode, weil ich sehe viel cooler aus und auch mit Schminke bestimmt auch nicht. Oh, ich habe eine Benachrichtigung. Oh nein, die neue Karen Prunk Lippenstift-Kollektion ist schon ausverkauft. Ich wollte mir doch den neuen Lippenstift kaufen. Och nö. Oh, das ist doch wohl blöd gelaufen, dass er schon ausverkauft ist. Aber Luna kann dir bestimmt helfen, oder? Ja, Luna kann dir das bestimmt zusammenbasteln. Die kann ja alles. Luna kann dir das zusammenbasteln. So. Ja, genau, Luna bastelt dir das zusammen, Lisa. Haha, das ist jetzt wirklich kein Grund, sich darüber lustig zu machen. Und als ob Luna mir das zusammenbasteln kann. Was habt ihr denn von der Ahnung von Lippenstiften? Wie will das jemand zusammenbasteln? So ein Blödsinn. Leute, was redet ihr da schon wieder? Ich meine, natürlich kann ich das nicht zusammenbasteln. Ich bin jetzt auch kein Handwerker oder was weiß ich was. Aber meinst du diese Karen Punk? Ja. Also ich kenne ihre Tochter Purple, oder nicht? Du kennst sie? Ja, die kenne ich. Und ich weiß auch von dieser limitierten Edition da. Und das Ding ist halt, sie hat sie mir jetzt frei zur Verfügung gestellt. Also ich habe die zu Hause. Du hast aber, die? Ja, aber die wurde halt nur an mich adressiert vorerst. Und weil es so limitiert ist, kann ich es leider nicht an dich weiterleiten. I'm sorry. Luna, was bist du denn für eine beste Freundin, wenn du mir nichts von dieser Kollektion abgibst? Du weißt ganz genau, dass ich Lippenstifte liebe. Und du willst sie alle nur für dich behalten, aber hast du noch nicht mehr Lippenstift drauf. Du bist so unfair. Ja, was auch immer. Also nur weil ich die jetzt bekommen habe, heißt es noch lange nicht, dass ich das jetzt irgendwie weiter verschenken muss oder so, ne? Ach Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht mehr nur der zweitbeste Sportler in der Schule sein. Oh, diese Luna, die mag ich nicht. Also diese Luna, die kann mir wirklich mal den Buckel runterrutschen. Da hat die doch wirklich eine 1 und ich nur eine 1-. Also das werde ich auf jeden Fall meiner Mutter erzählen, dass ich das echt blöd finde. Oh Mann, das kann ja wohl echt nicht sein, dass die jetzt diese Lippenstifte hat, die ich unbedingt haben wollte. Und diese Luna ist echt die längste Zeit meine beste Freundin gewesen. Das war's mit unserer Freundschaft. Oh, nicht schon wieder, ey. Jetzt werde ich auch an dieser Schule nicht gemocht, nur weil ich einige Dinge halt vielleicht besser kann. Ich meine, who cares? Und ich will jetzt auch nicht hier mit jedem Best Friend sein, aber meine Güte. Oh, endlich. Pause. Bis später, Leute. Ah, mit der Lehrer ist noch nicht da. Und was lese ich denn dort? Klassensprecherwahlen. Freunde, ihr wisst, was das heißt, oder? Paul wird wieder mal gewählt. Justus, hast du schon alles vorbereitet? Na, Justikus, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, aber Paul, du beginnst doch sowieso diese blöde Klassensprecherwahl. Weil du bist auch der Einzige, der genug Zeit dafür hat, weil ich
nehme mir ja im Gegensatz zu dir Zeit für die Schule. Deswegen kann ich das zum Beispiel nicht übernehmen. Deswegen, also, da muss ich doch auch gar nichts mehr vorbereiten oder so. Du gewinnst das doch so oder so. Justus, das macht sich übrigens gut auf dem Zeugnis, wenn da steht, jedes Jahr Klassensprecher Paul. Du sollst dich vielleicht mal ein Beispiel nehmen. Gut auf dem Zeugnis machen sich eher gute Noten. Und weißt du was? Ich mache es so, wenn du mir hilfst, dann bist du mein Assistent. Und das macht dich auch gut auf dem Zeugnis bemerkbar, oder? Versprichst du mir, dass das auf dem Zeugnis steht? Ich versuche es zu regeln. Versprichst du es mir? Ich verspreche, dass ich es regeln will. Okay, dann ist das abgemacht. Abgemacht ist es. Oh Mann, das ist so peinlich. Jedes Jahr das Gleiche. Klassensprecherwahl. Und Paul, der macht so ein riesen Terz daraus. Er wird eh Klassensprecher. Jeder wählt ihn. Klassensprecherwahl, da sowas gibt's noch? Das ist ja voll Kindergarten. Ich dachte, sowas gibt's nur irgendwie in der ersten Klasse oder so. Und wer will denn noch Klassensprecher werden? Wenn irgendwas ist, dann würden wir das doch sowieso total demokratisch abstimmen, oder nicht? Also, ich find's Kindergarten. Was flüstert ihr da hinten? Ganz ehrlich, warte, hab ich das richtig gehört? Luna, möchtest du etwa gegen mich antreten? Das kann ja was werden. Justus, hast du das gehört? Ich glaube, Luna möchte gegen mich antreten. Ja, also der Paul, der hat immer die Klassensprecherwahl gewonnen. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun, Luna. Was habe ich gehört? Das ist eine mega gute Idee, Luna. Du musst gegen Paul antreten. Endlich bietet ihm mal jemand die Stirn. Paul wird jedes Jahr gewinnen. Dieses Jahr bist du unsere Klassensprecherin. Ich will überhaupt nicht. Ich meine, du bist mega sportlich. Du hast die besten Noten der Klasse. Du kennst dich ein ganz bisschen mit Mode aus. Zwar nicht ganz so gut wie ich, aber ein bisschen. Und auch ein bisschen mit Make-up. Aber ich finde, du bist die perfekte Klassensprecherin. Ich meine, wir sind ja auch allerbeste Freundinnen und ich würde dich auch dabei ein bisschen unterstützen. Hast du das gehört? Sie möchte gegen uns antreten, Justus. Also, die denkt wirklich, dass sie das gewinnen wird. Gegen uns beide. Ich glaube, sie vergisst wohl, dass Paul der beliebteste Schüler an der Schule ist und Justus das schlauste Köpfchen an der Schule ganz ist. Ganz genau. Also, wir werden auf jeden Fall euch keine Chance lassen. Ganz genau. Justus erstellt mir ein super Wahlprogramm, oder Justus? Wahlprogramm? Ja, mache ich. Ja, ja, natürlich. Wir müssen gegen die antreten. Komm schon, Luna. Guck dir die Jungs an. Die macht sich über uns lustig. Was soll das denn jetzt? Das können wir uns nicht bieten lassen. Die denken jetzt auch hier irgendwie... Ja gut, also eigentlich hatte ich keinen Bock auf diese Klassensprechergeschichte, aber wenn das so ist, ja, also, oder? Du machst das, oder? Ja. Ja, ich würde sagen, du machst dann das Wahlprogramm. Dafür bin ich perfekt. Okay, dann werden wir es den Jungs mal zeigen. Und wir werden gewinnen gegen die. Mhm. Ach, hast du das gehört, Justus? Weißt du was? Mein Wahlprogramm ist wie immer. Ich werde dafür sorgen, dass wir in allen Sportmannschaften oder in allen, ja, in allen Sportmannschaften wieder auf die Eins kommen. Dafür sorge ich und dafür stehe ich mit meinem Namen, Paul. Wir brauchen auch irgendwie ein Thema. Wie wär's denn mit Umwelt? Nein! Wir werden... Also, hör mal zu, Paul. Wir werden dafür sorgen, dass es jeden Mittag richtig coole Snacks hier gibt und auch in den Pausen. Snacks für alle! Das ist also euer Wahlprogramm. Ist egal, Justus. Darüber lachen wir nur. Ja, okay, dann stehen ja die Wahlprogramme schon mal fest. Gut, Lisa, willst du, dass wir jedes Jahr nach vorne gehen und die Zettel nehmen und zählen? Ja, auf jeden Fall. Ich sammle jetzt die Zettel ein. Ich mache die Wahlleitung. So, jetzt noch eure Zettel, dann habe ich alle. Warte kurz. Ich muss mir sicher gehen, dass das Wahlgeheimnis gewährleistet ist. Justus. Könnt ihr einmal ganz kurz weggucken? Ja. So. So, dann zähle ich mal aus. Also, wir sind 17 Schüler, heute ist einer krank, also haben wir insgesamt 16 Stimmen. Wir haben einmal Luna und wir haben Paul. So, dann will ich mal auswerten. So, ihr seht, im Moment führt Luna und mal schauen. Moment mal. Das kann aber nicht mit rechten Dingen zugehen. Wir sind 17 Leute und genau. Das sind nur 16. Das heißt, da hat irgendjemand seine Stimme nicht... Oh, der Arne, der ist heute krank. Okay, das bedeutet... Lass mich kurz nachdenken. Da müssen die Wahlen wiederholt werden. Das steht so in der Schulordnung. Genau, ja. Was heißt das, Justus, denn jetzt? Also das bedeutet, ihr beide, ihr müsst euch jetzt nochmal Zeit nehmen, um ein weiteres Wahlprogramm zu erstellen. Und dann werden wir danach die Wahl wiederholen. Dann gibt es ein Stechen zwischen euch beiden. Und dann wissen wir hoffentlich, wer die Wahl für sich entscheiden konnte. Super.
Oh, ich habe echt keine Lust mehr, aber weißt du was, Lisa? Also ich, diesmal überlege ich mir... Nein! Ich überlege mir selber mein Wahlprogramm. Aber du musst das vorher mit mir abstimmen, denn ich bin deine Managerin. Wie konnte das Ergebnis doch so knapp sein? Unentschieden. Also ich habe für uns gestimmt auf jeden Fall. Mir hat's nicht gelegen. Aber Justus, was machen wir als nächstes als Wahlprogramm? Ja, also du hast jetzt gesagt mit Sport, aber... Also ich würde mir ja wünschen, dass wir vielleicht neue Mathematik-Schulbücher bekommen. Das wäre, glaube ich, ein gutes Wahlprogramm. Papalapap, weißt du was? Die Turnhalle. Die Turnhalle und wir brauchen neue Fitnessgeräte. Genau, das mache ich. Das ist mein nächstes Wahlprogramm. Ja. Also, liebe Mitschüler und Mitschülerinnen oder Mitschülerinnen und Mitschüler, genau. Oh, ich bin ziemlich aufgeregt. Ich bin nicht so oft vorne an der Tafel. Genau, also mein nächstes Wahlprogramm ist, würde ich sagen, Justus, was war's nochmal? Mathematikunterricht. Nein, nicht Mathematik. Genau. Sporthalle, genau. Ich möchte, dass die Sporthalle neu gestrichen wird und ich sorge, ich kümmere mich um neue Fitnessgeräte. Genau, wir kriegen neue Fitnessgeräte an der Schule. Ich lieb's ja, nach vorne zu kommen. Ich bin dafür, dass wir mehr an die Umwelt denken und da habe ich mir halt gedacht, dass wir statt so viel Papier zu verschwenden, was wir ja dauernd tun, statt auf Papier zu schreiben, könnten wir umsteigen zu Tablets und außerdem wären wir dann total modern auch unterwegs. Und ich bin dafür, dass wir den Müll mehr trennen und darauf achten, denn das ist wichtig. Oh, den Müll trennen und auf Tablets schreiben? Ganz ehrlich, eigentlich sind das voll die guten Ideen. Okay, ich muss zurückgeben. Das Wahlprogramm ist ja viel besser als unseres. Das hat zwar nichts mit meinen Mathematikbüchern zu tun, aber das macht wirklich Sinn. Das ist viel besser als diese blöde Turnhalle. Ganz ehrlich, was ist das denn für ein Wahlprogramm? Ich meine, wir trennen doch den Müll, oder? Und ich meine, was? Tablets? Nee, da bin ich echt eher für die Turnhalle von Paul. So, das war's. Ich sammle die Tests wieder ein, Leute. So, Leute, ich werde das Ganze jetzt auswerten. Eine Stimme für Luna. Eine Stimme für Paul. Luna? Luna? Paul. Paul? Paul? Luna. Luna? Luna? Paul? Luna? Und der letzte Zettel? Und holt Paul noch auf? Nein, eine Stimme für Luna. Luna hat gewonnen. Oh mein Gott, Luna, wir haben gewonnen. Du bist die Klassensprecherin, du bist die neue Klassensprecherin und unser Programm war perfekt. Okay, das ist ein langweiliges Programm, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und zumal wollte ich ja eigentlich... Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Also damit hätte ich jetzt aber nie gerechnet, dass der Paul eine Klassensprecherwahl verliert. Das ist ja noch nie passiert. Uiuiuiui. Ganz ehrlich, mich interessiert aber eigentlich Justus und Lisa. Für wen habt ihr gestimmt? Das geht dich gar nichts an. Das fällt unter das Wahlgeheimnis. Nach Paragraph 3 in der Schulordnung muss man nicht seinen Mitschülern erzählen, was man gewählt hat. Du darfst mich auch nicht dazu auffordern. Sonst machst du dich streng genommen des Verstoßes gegen die Schulordnung strafbar. Okay, Justus, du hast für Luna gestimmt. Lisa, für wen hast du gestimmt? Also tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss. Ich meine, ich bin zwar deine Managerin, aber ich habe für Paul gestimmt. Also ich finde das mit der Turnhalle auch viel wichtiger und mit diesen Fitnessgeräten und so. Was, du hast für Paul gestimmt? Herr, ja. Justus hat für mich gestimmt und woher kommen dann die ganzen anderen Stimmen? Aber woher wissen jetzt alle, was ich gestimmt habe? Das möchte ich nicht, dass darüber gemutmaßt wird. Oh, Pause. Es hat geklingelt. Ich muss hier weg. Okay, das sieht jetzt schon traurig aus. Ich gehe mal rüber. Alles Gute nochmal für die Klassensprecherwahl. Dankeschön. Paul, bist du jetzt allen Ernstes, siehst ein bisschen traurig aus, also... Nein, ist alles in Ordnung. Ich meine, es ist so eine Klassensprecherwahl, who cares? Also das ist ja jetzt nichts Wildes, oder? Also... Ja, ganz ehrlich, kann ich dir ein Geheimnis erzählen, aber du behältst es für dich. Okay. Die letzte Stimme, die dir zum Sieg wollten, war vermutlich meine Stimme. Deine Stimme? Ja, ganz ehrlich, dein Wahlprogramm ist viel besser als meins. Du hast... Mir eine Stimme gegeben? Ja, ich habe dir meine Stimme gegeben, weil dein Wahlprogramm ist einfach viel besser, den Müll trennen und auf Tablets okay. Umzusteigen. Das bringt uns weiter an der Schule und meine Turnhalle hat noch Zeit. Also das hatte ich jetzt nicht gedacht, aber ganz ehrlich, das mit der Turnhalle ist doch auch cool. Ich meine, vielleicht kann ich das ja auch umsetzen, dann haben wir doch gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Ja, super! Oder? Aber, ja, finde ich super. Aber weißt du was, jetzt gehen wir erstmal in die Pause. Alright. All right.
Nämlich der nächste Schultag in dem schönen neuen Schulgebäude. Das haben die echt super hinbekommen. Da geht man gleich noch viel lieber in die Schule. Und jetzt ab in den Klassenraum. Bin schon ganz gespannt, ob die anderen heute im Klassenraum sind. Was macht der denn hier? Der einzige Junge, hat er sich verlaufen, oder? Ja, woher kommt das? Wen meinen Sie? Guten Morgen, Leute! Wo sind denn die alle? Moment mal, wo sind denn die ganzen Jungs? Paul? Arne? Timo? Ihr seid ja alle nicht da. Kommt ihr alle später? Da bin ich wohl immer wieder der Erste, aber das kenne ich ja schon. Oh Mann, ich freue mich schon mega darauf, dass wir heute nur unter Mädels sind. Alle Jungs sind bei diesem Boys Day im Unternehmen und sind machen ihr Praktikum da. Mega gut. Also ich finde, das sollte jeden Tag so sein. Vor allem heute, keine nervigen Jungs, vor allem keine Justus. Paul und Justus, die alten Nervensägen. Wir haben echt unsere Ruhe. Ach, Traumleben. Hallo Leute. Entschuldigung mal, Justus, was hast du denn hier verloren? Hallo Leute, schön euch zu sehen. Hey, was machst du hier? Das ist doch wohl echt nicht dein Ernst. Was mache ich wohl hier? Hast du keine Stelle gefunden oder was? Hast du keinen Platz mehr bekommen? Ich sitze doch hier auf meinem Platz und den habe ich schon immer. Deutsch wollte ich heute lernen. Also was soll denn wohl die Frage, was ich hier heute mache? Arbeitsplatz meine ich. Kannst du dich mal einen Tag in Ruhe lassen? Ich meine, wir dachten, wir wären heute unter uns, nur Mädels. Ja, wieso solltet ihr unter uns? Die Jungs sind doch auch nicht da. Ich bin hier, ich habe genauso das Recht, in der Schule zu sein. Ja, aber welcher Grund hat das, dass du beim Boys da nicht mitmachst? Er weiß es nicht. Was denn für ein Boys Day? Justus, heute ist der Boys Day. Alle anderen Jungs sind in Unternehmen oder in Firmen und machen da einen Tag lang Praktikum. Außer du. Das heißt, ich hab das nicht mitbekommen. Nein, ich hab das nicht mitbekommen. Und wir dachten, wir haben heute keine solchen schönen Mädels. Justus, hat das nicht mitbekommen? Das gibt's doch gar nicht. Das ist mir noch nie passiert, dass ich was nicht mitbekommen habe. Ich bekomme das immer als erstes mit. Wie, das heißt, man hätte sich jetzt im Voraus um ein Praktikum... Ja, und das hast du nicht gemacht. Ja, aber viele sind doch bei ihren Müttern oder ihren Vätern mit in der Firma. Das ist mir jetzt aber sehr blöd. Mann, mega gibt das Ärger für mich, wenn ich... Mega peinlich, das gibt sowas von Ärger. Das gibt eine schlechte Note, Justus. Aber eine richtig schlechte Note. Hast du eine Tüte dabei? Ja, keine schlechte Note. Ich habe jetzt keine Tüte dabei. Ich muss hier weg. Leute, wisst ihr was? Ich gehe jetzt nach Hause, ich suche mir jetzt ganz schnell einen Praktikumsplatz und wir tun bitte alle so, als wäre das hier nie passiert und als hättet ihr davon nichts gesehen. Bitte erzählt auch Paul nichts davon. Ich gehe jetzt nach Hause und suche mir einen Praktikumsplatz und schönen Tag noch. Na, dann mal viel Erfolg, ne? Das ist so mega witzig. Denkt ihr, der kriegt jetzt noch einen Platz? Niemals. Nein, weißt du was? Wir können ihn ja ärgern. Wir können ihn pranken. Wir könnten sagen, wenn er jetzt geht, dann kriegt er richtig Ärger, weil das Schuleschwänzen ist. Oh ja, stimmt. Und meinst du, der kauft es ab? Justus! Ja, der kauft es ab. Justus! Bleib mal hier! Justus! Was ist denn jetzt? Ich war doch schon fast im Bus. Was ist denn jetzt hier los? Justus, du weißt schon, wenn du jetzt gehst, dann ist das Schuleschwänzen. Aber sowas von. Und wenn das auf deinem Zeugnis steht, dann macht sich das gar nicht gut im Lebenslauf. Nope, so gar nicht. Schulverweis? Na gut, wenn ich jetzt nach Hause gehe, dann ist das ja auch wirklich Schuleschwänzen, offiziell gesehen. Was mache ich denn jetzt? Okay, dann muss ich jetzt wieder zurück in die Klasse. Dann gehe ich wohl besser zurück an meinen Platz. Ich habe sowieso noch meine ganzen Schulbücher hier vergessen. Hey Luna, lass uns doch eine Instagram-Story machen, dass heute die Mädels hier die Schule eingenommen haben. Oh ja, machen wir. Hallo. Kannst du mal bitte aus dem Bild gehen? Du bist mit im Bild. Wir machen eine Story nur für Mädels. Ich dachte, wir machen nur Instagram. Heute nur Mädchen. Also geh mal bitte aus dem... Ist ja gut. Hey Leute, Justus, du bist immer noch im Bild. Wir sind heute nur Mädels hier in der Schule. Genau, keine Jungs in Sicht. Außer ein Junge. Ja. Leute, jetzt hört aber mal auf damit. Jetzt packt mal bitte das Handy weg. Ich höre da Schritte. Ich glaube, die Lehrerin, Frau Müller, die kommt gleich. Guten Morgen, liebe Schülerinnen. Guten Morgen. Hi. Guten Morgen. Moment mal gerade, da ist ja ein Junge dabei. Justus, was ist los? Ja, also ich habe das nicht mitbekommen mit dem Boys Day. Justus, ich habe mit. Ja, ich weiß auch nicht. Der Briefträger hat wohl den Brief nicht zugestellt. Das muss daran gelegen haben. Auf jeden Fall habe ich das nicht mitbekommen und deswegen habe ich jetzt auch keinen Praktikumsplatz und deswegen bin ich auch heute ganz normal hier in die Schule gekommen. Und ich kann ja jetzt wohl schlecht weggehen, weil dann ist das ja Schwänz und dann werde ich von der Schule verwiesen. Das geht doch wohl nicht. Ach, Justus, immer mit der Ruhe. Ich meine, es ist zwar so, dass wir dachten, dass wir heute nur unter Mädchen sind, aber da bist du eben auch mit dabei. Du bist herzlich eingeladen, am Unterricht teilzunehmen. Ach, also, gut, da bin ich beruhigt. Los geht's. Guten Morgen, liebe Schülerinnen und Justus.
ja, guten Morgen. Okay, aber dann vergessen wir das Ganze und... Alle einmal zuhören. Wir starten mit der Gruppenarbeit. Wie ich schon in der letzten Stunde angekündigt habe, bitte tut euch zu zweit zusammen und macht auf Seite 56 die Aufgabe 2. Und das besprechen wir dann gleich. Luna, du mit mir? Ja, klar. Du möchtest du vielleicht mit... Nein, hast du... Du möchtest... Wir beide... Wir... zusammenarbeiten will. Tja, wäre Emma doch besser nicht gekommen heute. Tja, wäre Paolo da. Wieso? Dann können die beiden zusammenarbeiten. Wieso will keiner mit mir machen? Du, Luna? Hm? Luna, sollen wir nicht vielleicht zusammen Partnerarbeit machen? Nice try, aber ich habe schon einen Partner. Sorry. Also, Justus, wir beide arbeiten schon zusammen und es ist eine Mädelsgruppe, nur mit Mädchen, da kannst du leider nicht mitmachen. Man kann doch bestimmt auch zu dritt machen, Frau Müller, man kann doch bestimmt auch zu dritt machen, wenn einer überbleibt, oder? Aber nicht in unserer Gruppe. Such dir doch eine Gruppe mit einem Jungen. Ja, ja, haha, lustiger Witz, aber mit wem denn? Guck dich ja immer um, hier sind halt nicht so viele Jungen. Frau Müller, wir sind übrigens fertig. Ja, sind wir. Du hast das jetzt völlig alleine gemacht. Ich hab keinen Plan, aber der ist doch eh schlau genug. Ich bin streng genommen auch fertig, aber ich konnte hier eigentlich gar nichts aufschreiben, weil in der Aufgabenstellung in dem Buch steht doch, man braucht einen Partner, um das zu errechnen. Und den hatte ich doch gar nicht, weil man muss ja immer sich auf der einen Seite die Aufgaben ausdenken und auf der anderen Seite musste die andere Person das bearbeiten. Aber ich kann das doch nicht mit mir selbst bearbeiten, das macht doch gar keinen Sinn. Also genau genommen habe ich jetzt hier die Aufgabe gar nicht fertig gerechnet. Ist das schlimm? Okay, alles klar. Jetzt gleich ist Pause. Wollen wir vielleicht dann uns was zu essen holen und dann auf der Tischtennisplatte abhängen? Ja, safe. Lass doch mal chillen. Gleich. Pause, ja. Okay, Paul ist nicht hier. Wollen wir... Ich muss ja eigentlich eh noch Hausaufgaben machen für die nächste Stunde. Oder zumindest die Aufgaben vorbereiten, die ich ausgerechnet habe zu Hause. Aber die Tischtennisplatte wäre... hallo? Ihr wollt auf die Tischtennisplatte gehen, habe ich gehört. Da ist doch bestimmt viel Platz. Sollen wir vielleicht zu dritt ein bisschen abhängen und ein bisschen die Pause verbringen? Da auf der Tischtennisplatte ist leider nicht genug Platz, weil wir sind da alle schon voll. Da sind nur Mädels heute. Alle Mädels aus der Klasse sind da heute. Da ist gar kein Platz mehr. 0,000 Platz. Das ist ja schade. Okay, na gut, dann überlege ich mir was anderes. Also eigentlich will ich eh nicht auf die Tischtennisplatte. Leute, eigentlich will ich eh nicht da drauf, weil auf der Tischtennisplatte, da kann man auch gar keine Aufgaben rechnen, da kann man auch nicht lesen. Ist eh uncool, finde ich. Ich gehe stattdessen woanders hin. Ich habe mir überlegt, ich gehe stattdessen in die Bibliothek. Da ist es ruhig. Justus? Und da kann ich meine Aufgaben. Hast du das nicht mitbekommen mit der Bibliothek? Was habe ich denn nicht mitbekommen? Was soll denn mit der Bibliothek sein? Ist die immer noch Welchen? Das wurde auch überall ausgehangen. Genau. Und so. Welche Aussagen? Das habe ich schon wieder nicht mitbekommen. Also, da steht drauf, wenn man als Junge heute die Bibliothek betritt, dann fliegt man von der Schule. Ja. Girls only ist heute angesagt. Girls only. Aber das geht doch gar nicht, weil streng genommen... Du kannst da nicht reingehen, nein. Aber das geht doch gar nicht. Das ist ja nur heute nicht, das ist nur ein Tag. Streng genommen muss man jeder Person ermöglichen, auch zu lesen. Und dazu zähle ich doch auch, das geht doch eigentlich gar nicht. Das ist nur ein Tag, hab dich nicht so. Ja, Justus, aber heute... Da gehe ich da nicht rein. Heute ticken die Uhren ein bisschen anders. Ja, da gehe ich da nicht rein. Das ist auf jeden Fall dann eine Nummer sicher. Na gut, okay. Aber es ist ja vor der Schule so eine schöne Bank. Die wurde ja neu gebaut, nachdem die Schule neu gebaut wurde. Justus, hast du den Brief nicht auch gelesen? Ja, die Bank auch mit schon wieder. Sind sie also gestern angekommen eigentlich oder was? Betrifft das den ganzen Schulhof heute, weil es sind ja eigentlich nur Mädels da, außer du. Du bist der einzige Junge heute. Und die Bank ist heute nur für Mädels. Ja, aber man darf sich doch wohl irgendwo hinsetzen. Ich kann mich doch nicht in Luft auflösen. Okay, meinetwegen. Wenn da dann nur Mädchen dürfen, meinetwegen, dann... dann setze ich mich halt einfach auf den Boden auf dem Schulhof. Das wird ja wohl erlaubt sein. Du kannst dich doch nicht auf den Boden setzen. Der ist heute nur für Mädels. Ja. Wie das nur für Mädels? Was? Wie? Und man wird auch da in der Schule verwiesen, oder was? Genau. Das ist... Dann kann ich ja nirgendwo mehr hin. Ich geh nach Hause. Ich geh zu meiner Mutter. Ja. Justus, willst du etwas schwänzen? So, Leute, wisst ihr was? Ich verabschiede mich jetzt. Und das ist auch kein Schwänzen, weil ich bin krank übrigens. Ich habe auch weh. Und ich habe in den letzten 4 Jahren an dieser Schule nicht einen Tag gehabt, wo ich krank war. Und das heißt, das kann ich mir jetzt auch mal erlauben. Ich bin krank und ich reiche morgen das Attest nach. Tschüss. Ja, tschüss, ne? Oh
Das geht, die wird sich jetzt echt krank schreiben lassen, oh mein Gott. Das, so habe ich Justus aber, noch nie angehört. Aber der ist schon verdammt gleichgläubig, oder? Ich meine, es ist doch klar, dass das von uns Scherze waren, das, oder? Das ist total offensichtlich, aber du kannst ja voll leicht reinlegen. Also, meinst du, wir waren zu hart mit ihm? Sind wir mal zu hart? Nein, also ganz ehrlich, ich fand's witzig. Er hat's verdient. Ich meine, Justus ist uns immer so, er weiß immer alles besser. Und heute wussten wir halt mal alles besser. Ja, und ich meine, was meinst du, was wir morgen zu lachen haben? Boah, wenn Paul wieder da ist. Und morgen sagen wir es zu Justus alles, damit er keine Angst mehr hat, dass er von der Schule fliegt. Nein, wir klären das morgen auf. Aber jetzt erstmal Girls Only. Hey. Du, Luna? Luna? Hast du vielleicht Lust, mit mir Partnerarbeit zu machen?